Tja, liebe Fußballfreunde, hier ist wieder euer Fritz Meloni und in der letzten Folge haben wir es ja gesehen, Michael Wright hat sich hier verletzt, fällt für 4 Wochen aus, das tut mir natürlich leid für diesen jungen Mann. Es bleibt, wir haben nach wie vor Probleme im Sturm. Gylfason wird hier für einen Tag ausfallen, Borswick Jackson 2 Tage. Ja, die Verletzungsberichte sind nicht so gut. Innenbanddehnung, Patrick Weihrauch jetzt noch 4 Tage, Wright 4 Wochen verletzt, Gylfason 1 Tag und Vlachodimos ist noch für 5 Tage und Borswick Jackson für 2. Das sind keine guten Aussichten, das muss man hier an der Stelle einfach so sagen. Tja, was können wir noch tun? Was können wir noch tun? Ja, vielleicht nochmal ganz kurz was zu meinem Kanal. Ich habe jetzt so ein bisschen so eure Meinung heute mal verfolgt am Samstag und sehe immer mehr, dass ihr einfach, ich glaube, so ein bisschen den FM 13 nach wie vor bevorzugt. Ja, aber dass es auch Stimmen gibt, die sagen, mach ruhig weiter mit dem FM 17, mit dem FIFA 17. Ist auch schön, müssen wir uns nur erst dran gewöhnen. Ja, was können wir tun? Ich will mal gucken bei Transfers, ist bei Spielersuche, ob es da Spieler gibt, die ohne Verein sind. Dass man mal sagt, vereinslos. Position ist jetzt mal egal. Also da haben wir einige. Aber wir müssen uns im Sturm ein bisschen behelfen. Also er wäre vereinslos. Marktwert 4,2 Millionen. Er wäre Stürmer. Also das wäre jetzt so aus meiner Sicht ein attraktiver Transfer. Sturridge. Theo Walcott, auch ja, suboptimal, sage ich jetzt mal. Tobias Jennecke, eins bei uns gespielt, ne? Zuletzt bis 1919, von 2013 ab. Ja, seine Karriere neigt sich natürlich dem Ende entgegen, das ist klar. 33 Jahren, ob er da nochmal einen Verein findet. Jim Patrick Müller. Feisthammel. Yannick Stark. Christoph Nöte, 34 Jahre. Wo hat er gespielt? Zweite Liga, glaube ich, ne? Ja, war auch mal bei Dortmund. Zuletzt St. Pauli. Hat er 171 Spiele gemacht, 68 Tore. Könnte eine Lösung sein, jetzt mit 34 Jahren. Tobias Röhle hier mit 31, der hat wenigstens noch eine Schnelligkeit von 80. Aber ein Torriecher nur von 60. Max Lorenz. Thomas Kurz. Also, ich probiere ihn hier zu kriegen.
Das ist jetzt für mich so ad hoc eine Lösung, die jetzt sofort funktionieren könnte. Ich sage mir jetzt, du wirst in der Regel spielen. Zukunft des Spielers. Was ist, wirst du Stammspieler? Ich gebe ihm natürlich. Ah, das ist zu viel. Nee, 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 nee. Also ich gebe ihm mal 300.000. Einen Posten am Karriereende kann ich ihm noch anbieten. Und das soll es gewesen sein. Dann gucken wir mal, ob wir ihn kriegen können. Das ist jetzt noch jemand, den ich mir direkt holen kann. Der könnte durchaus mit seiner Klasse, die er hat, uns vorne im Sturm verstärken. Das ist jetzt eine Notlösung, die ich hier herbeiholen muss. Bin sehr gespannt. A, ob da was über die Presse geht. B, ob er uns überhaupt eine Chance gibt, ihn zu holen. Denn auch wenn er jetzt vereinslos ist, denke ich, ist das immer noch ein Spieler mit einem gewissen Anspruch. Aber er kommt. Er kommt. Und ich nenne mal die Folge hier Sturmlösung. Gefunden. Ich hoffe, dass er uns jetzt in dem Fall wirklich helfen kann. Habe ich jetzt spontan gemacht. Herzlich willkommen, sage ich ihm. Natürlich müssen wir ihn dolmetschen. Nee, braucht er nicht. Eintritt hat er noch von 83, Schnelligkeit 85. Das ist eigentlich alles sehr gut. Nehmen wir mal die wichtigen raus. Gucken wir nochmal, was er noch kann. Beziehungsweise Ausdauer hat er auch noch gut. Sprungkraft könnte man trainieren. Okay, Freunde. Patrick Weihrauch ist noch angeschlagen, der kehrt auch wieder langsam zurück. Ronny Markus ist über Neuverpflichtungen begeistert, das ist ein echter Knaller. Genau das ist das, was der Verein jetzt braucht. Ja, ich hoffe, da habe ich jetzt in der Not heraus oder aus der Not heraus für euch was gefunden. Ich wollte aber mal bei Karriere nochmal schauen, ob und welche Angebote ich hier noch reinbekommen habe. Borussia Dortmund, sie wären die Idealbesetzung. Die sind in der Krise. Das wäre natürlich geil, ne? Borussia Dortmund für Hansa verlassen. Ich mache mal eine Anfrage. Ich probiere es einfach mal. Der Hamburger SV, keine Probleme, sie wären die Idealbesetzung. Krise Juventus. Könnten wir auch mal anfragen. Da sind schon ein paar geile Vereine, wo man einfach mal sagen kann, wenn da was kommt, würde der Smiloni nochmal schwach werden. Na, nicht jetzt Angst kriegen, ich will es nur einfach mal testen. Ich will es einfach nur mal testen. Das bringt mal so ein bisschen Spannung hier rein. Ja, aber mit Sterling. Spielerleistung. Hier sehen wir es. Ronny Markus, 90 Minuten gespielt. Note 4. Hannessen hat auch gespielt gegen Island. Eine 3. Jonathan Tah. Eine 4. Nietzsche hat gespielt. Eine 3,5. Aftegay eine 4. Güffelsson scheint wieder fit zu sein. Er hat auch gespielt mit einer 3,5 und Boyan Palo auch.
Andersen fällt aus, Bluterguss. 2 Tage. Ja, der wird wieder zurückkommen. Der wird wieder zurückkommen. Mal gucken, was auf der Website steht. Ob da von unserem Transfer was vermerkt ist. Reserve gewinnt gegen Ingolstadt. Das ist schön zu sehen. Und da sehen wir es. Sterling. Sturridge. So, wechselt an die Ostsee. Sturridge wechselt an die Ostsee. Ja, das ist doch ein schöner Titel. Der ist doch schöner wie das, was ich hier geschrieben habe. Sowas, das ist eine Schlagzeile. Sturridge. Schreibe ich aber nur den Nachnamen. Wechselt. An die Ostsee. Langer Titel. Aber passend für diese Folge. Passend für diese Folge. Und ich denke, da wird auch die Konkurrenz ein bisschen aufhorchen. Ist aus der Not herausgeboren, muss man an der Stelle sagen. Ist jetzt nicht ein geplanter Wechsel gewesen. Zumal ja jetzt Patrick Weihrauch zurückkommt. Aber wir haben wirklich massive Probleme im Sturm. Ist nun mal so. Und dass er gerade frei war, war für uns ein großes Glück. Muss man an der Stelle sagen. Und ja, schauen wir mal. Ihr wundert euch, dass ich nicht spreche. Kleiner Blick mal.